Der Amazonas ist jeden Tag für Überraschungen gut und das macht den Amazonas so einzigartig aus meiner Sicht. Wo immer man mit dem Zodiac oder an Land unterwegs ist, erlebt man Neues. Also eigentlich müssten auf den Fahnen oder Geldmünzen Brasiliens keine Adler oder Beutegreifer zu sehen sein, sondern Ameisen, denn sie sind eigentlich die wahren Herrscher des Waldes. Ohne die Ameisen würde das Ökosystem Regenwald kollabieren. Highlights beginnen eigentlich schon direkt am Anfang mit den Breves-Kanälen, einem ganz engen Gewirr von fahrbaren Kanälen. Dabei die Strömungen zu beachten, die Kurvenradien zu beachten, da ist die gesamte Schiffsleitung in ganz besonderem Maße gefordert. Die Herausforderungen für mich als Kapitän liegen besonders in der permanenten Landnähe. Nicht eine einzige Seemeile wird hierbei mit dem Autopiloten zurückgelegt, sondern die ganzen 4000 Kilometer bis Iquitos hoch und auch wieder herunter legen wir mit Handruder zurück. Die unmittelbare Landnähe, die man auf offener See eventuell meidet, ist genau hier eben unser Ziel. Und das nicht mal für ein paar Stunden, wenn man die Themse oder vielleicht die Elbe hochfährt, sondern für Tage und auch Wochen. Diese Zodiacs ermöglichen uns, die wir im Überschwemmungsgebiet des Amazonas sind, in die kleinsten Winkel der Nebenflüsse voranzukommen. Das ist einfach einzigartig, diese Möglichkeit in der unberührten Natur, wo es keine Pfade, keine Wege, keine Straßen, keine Häuser, keine Menschen gibt, die Natur pur erleben zu können. Diese Indianergruppen pflegen noch in Teilen ihre eigene Kultur, obwohl sie schon natürlich, weil sie am Fluss leben, mit den Weißen in Kontakt gekommen sind und auch viele unsere Kleidungsgewohnheiten und Gewohnheiten überhaupt übernommen haben. Ich glaube, für den Gast ist es ein ganz besonderes Erlebnis, dass diese permanente Landnähe, die ständig gegeben ist. Und dabei jeden Tag die Begegnungen zwischen den Völkern zusammen mit einer unglaublichen Natur, das macht diesen Amazonas so einzigartig. Musik